So, guten Morgen allerseits. Ich habe letztes Mal in der Vorlesung ja, die interne Architektur von unserer kleinen Beispielmaschine, von unserer Lehrmaschine, sagen wir mal so, besprochen. Wir haben also all die Komponenten, die wir vorher identifiziert hatten, von denen wir uns überlegt haben, wie sie funktionieren, zum Beispiel der Speicher, die Register für den Speicher, zur Ansteuerung vom Speicher oder so, Bedienung vom Speicher, die ALU mit ihren Eingaberegistern, also auch wieder Flipflops, und hier innen drin der Addierer, den wir uns überlegt hatten, hier die Recheneinheit, also dann hier den großen Bus, der die alle verbindet. In unserem Fall ist es jetzt mal ein 32-Bit-Bus. Dann haben wir hier noch diese Ablaufsteuerung, über die ich schon gesprochen habe. Die muss also Steuerworte generieren. Diese Steuerworte sind dann Impulse auf diesen roten Steuersignalleitungen. Die Ablaufsteuerung hier mit ihren kleinen Registern. Das Status ist nicht mal ein richtig volles Register, es sind nur ein paar Bit. Und dann haben wir hier das Instruktionsadressregister, da steht immer die Adresse der nächsten Instruktion, die wir dann ausführen wollen. Und hier steht die gegenwärtige Instruktion drin und die vordersten 4 bzw. 8 Bit sagen, was das für ein Befehl denn sein soll. Ich habe das Instruktionsformat hier gehabt. Also wir holen immer aus dem Speicher 32-Bit. Das ist einfacher, so eine wortorientierte Maschine zu bauen. Da haben wir dann also hier 4-Bit-Opcode, beziehungsweise manchmal 8-Bit. Und hier hinten dran die Parameter, den Parameter von unseren Befehlen. Und das ist im Wesentlichen eine Adresse. In diesem Fall beim Ladekonstante eben eine Konstante, weil man eine Konstante laden will. Und dann hier unten noch wieder eine Adresse, nämlich die Adresse, wo man hinspringen möchte, immer hinspringen möchte oder nur, falls der Akkumulator negativ ist, in Klammern das vorderste Bit des Akkumulators gesetzt ist. So, also das ist hier vorne, deshalb ist es so abgeteilt, der Opcode und hinten ein 28-Bit, fast immer 28-Bit für einen Parameter. Der zweite Parameter, der steckt hier im Akkumulator. Also das hier im Instruktionsregister ist auch in der Regel ein Zeiger in den Speicher. Rechenwerk, Speicherwerk, Steuerwerk, die eine Ausgabe, die werden wir gleich noch diskutieren. Das ist dann wirklich eines der letzten Mosaiksteinchen, das uns noch fehlt, nachdem wir den Ablauf von Instruktionen besprochen haben. Zunächst mal möchte ich, damit es wieder einfacher wird, im Sinne von unserem Kapitel Sequenzialisierung, Problem zerlegen in Teile und die Teile, die dann, wenn man es richtig zerlegt, einfacher sind, die wollen wir dann einzeln anpacken. Das machen wir auch hier. Also die Ausführung der Befehle, also das, was die Ablaufsteuerung hier erledigen muss, indem sie Steuersignale produziert. Das zerlegen wir in zwei Teile. Wir haben erstmal einen Fetch-Zyklus. Und in dem Fetch-Zyklus, ich mache das jetzt hier am Bild, nimmt das Steuerwerk das Instruktionsadressregister, bittet den Speicher, das, was bei dieser Adresse steht, die 32-Bit, also den nächsten Befehl, zu holen. Und das kommt dann ins Instruktionsregister hinein. Jetzt ist der nächste Befehl, der ausgeführt werden muss, geholt. Was wir noch machen müssen, ist dieses Instruktionsadressregister um 1 aufzählen. Das ist dann, während wir diesen frisch geholten Befehl ausführen, gleich aufs nächste zeigt, sodass wir, wenn wir mit dem Befehl fertig sind, der jetzt hier drin steht, dass wir dann gleich wieder den nächsten aus dem Speicher holen können. Also der erste Teil der Instruktionsausführung, der muss den Befehl holen.
einen Speicherzugriff. Und der zweite Teil, der Execute-Zyklus, der sieht sich dann den Befehl, der gerade geholt worden ist, an, analysiert insbesondere die vorderen 4 Bit und macht dann, was da steht. Addieren, laden, speichern oder was wir sonst noch so hatten. Equal, ne, ist auch ein nützlicher Befehl. Also unsere MIMA, die macht Fetch, Execute, Fetch, Execute, Fetch, Execute. Wenn man es schneller machen will, so ein Computer, dann möchte ich Ihnen gleich mal das hier noch ans Herz legen oder erklären. Man kann diese Bearbeitung auch, wenn der Rest der Maschinenarchitektur passt, so überlappend machen. Man macht also erstmal, holt man Befehl und während man ihn ausführt, holt man schon mal den nächsten Befehl. Also das Execute und das Fetch, das kann überlappen. Wenn dieses Konzept, dass das so überlappend ausgeführt wird, das nennt man auch eine Pipeline. In der technischen Informatik im Sommersemester spreche ich da auch noch viel mehr drüber. Heutzutage haben fast alle anständigen Computer so eine Pipeline, anständig im Sinne von halbwegs schnell. So eine Pipeline, das ist eben, was man macht zur Beschleunigung. Ich möchte die Idee nur hier kurz erwähnen. Natürlich gibt es da auch ein bisschen Arbeit, hier können Konflikte entstehen zwischen diesem Execute und diesem Fetch da. Die will ich aber hier nicht diskutieren. Ich will Ihnen nur sozusagen eine Idee geben, wie man das, was wir jetzt dann machen werden, weil es einfach ist, sogar noch ein bisschen beschleunigen kann. Also, wir teilen jetzt mal die Befehle in zwei Teile auf, den Fetch und den Execute. Jeder von diesen Fetch- und Execute-Zyklen von einem Befehl besteht noch aus weiteren Unterzyklen, aus nochmal kleineren Teilen. Und das sind jetzt so kleine Teile im Sinne unseres Sequenzialisierungskapitels, wo wir dann das in die primitivsten Operationen, die wir haben, zerlegt. Diese Mikrozyklen. Und in jedem von diesen Mikrozyklen, die nennt man auch Minor Cycle oder Taktphase oder sonst was, da gibt es viele Namen für dieses Konzept. In jedem von diesen Mikrozyklen werden Steuerimpulse angelegt an die Steuerleitungen. Die meisten sind 0 und manche wenige sind 1. Hier in so ein Mikrozyklus, das ist, wo war es denn? Das ist so ein Steuerwort. Und da sind ein paar Bits gesetzt, die meisten sind 0, weil wir nicht alle, das werden Sie auch gleich noch besser sehen, alle Ausführungseinheiten gleichzeitig werkeln können, aber ein paar sind 1 gesetzt. Und was diese Einsen bewirken, naja, ein High-Level an so einem Steuerimpuls, an so einer Steuerleitung, das müssen wir jetzt machen. Während dieser Steuerimpulse da an den vielen Registern, die wir haben, die gelben Kästen, und an den Funktionseinheiten anliegen, werden im Wesentlichen Registertransfers gemacht über den Bus. Wir sagen einem Register, zwing mal deinen Inhalt auf den Bus drauf, und im anderen Register, nimm bitte das, was auf dem Bus liegt, und saug's in dich hinein. Das wird auch Registertransfer genannt. Registertransferebene ist das das, auf dem diese Unterzyklen mit ihren Steuerimpulsen arbeiten. Unsere MIMA, so wie ich es jetzt dann bespreche, die hat 12 solche Unterzyklen. 5 für den Fetch und 7 für den Execute. Eigentlich müsste der Execute gar nicht so lang sein, wenn wir auch sehen, bei vielen Befehlen. Aber es gibt ein paar, da muss er eben 7 Unterzyklen lang sein. Und weil wir es einfach machen wollen, sind wir gar nicht mal flexibel.
wir nehmen einfach 12 Unterzyklen. Fertig. So, und jetzt schauen wir uns mal den Ladebefehl an. Ich habe hier unten nochmal, damit ich Ihnen so ein bisschen grafisch zeigen kann, was da passiert. Da unten also nochmal ein Bild von unserer Maschinenarchitektur. Und die Ladevariable-Instruktion, die hat also hier hinten eine Adresse. Was das Ladevariable machen soll, ist, sie soll die Speicherzelle hier im Speicher mit der Adresse A besorgen und über den Bus in diesen hier oben in den Akkumulator bewegen. Also das, was im Speicher an der Adresse A steht, bitte in den Akkumulator. Und die Adresse, die steht hinten dran in dem Befehl, ist 28 Bit. Weil die Adressen meiner Maschine hier nur 28 Bit sind, kann sie natürlich auch nur 256 Megaworte, also ein Gigabyte, adressieren. So, als erstes habe ich ja gesagt, müssen wir den Befehl, der steht jetzt irgendwo im Speicher des Ladevariable A, den müssen wir besorgen. Und deshalb gibt es hier eine Steuerleitung zum Instruktionsadressregister, die sagt, Instruktionsadressregister, legt deinen Inhalt, die Bit-Kombination, die 32 Bit, die hier drin stecken, legt das bitte auf den Bus. Eine kurze Zeit, nachdem wir diesen Impuls geben, ist es tatsächlich auf dem Bus drauf. Das Instruktionsadressregister und mit dieser Steuerleitung, mit diesem Steuerimpuls hier zum Speicheradressregister, sagen wir dem Speicheradressregister, nimm bitte das, was auf dem Bus liegt und steck es in dich hinein. Jetzt haben wir also die Adresse vom nächsten Befehl schon mal im Speicheradressregister, sodass der mit dieser Adresse arbeiten kann. Außerdem sagen wir noch dem X-Register von der ALU, wenn wir schon mal dabei sind, hier die Adresse der nächsten Instruktion zu transportieren, dann kannst du ja auch gleich noch sozusagen nebenher die Instruktionsadresse in dich einlesen. Also steht das, was hier stand, steht jetzt da und da auch noch. Jetzt müssen wir gleichzeitig sagen wir noch dem Speicher, bitte lies mal. Und wenn der Speicher dieses Signal kommt, bitte lies mal, dann weiß er, ich muss die 4 Byte, das Wort, von der Adresse, die im Speicheradressregister steht, besorgen. Das war jetzt der erste Unterzyklus. Im zweiten Unterzyklus, da muss jetzt der Speicher arbeiten. Leider ist der Speicher nicht so flink, dass er das Wort, um das wir ihn gebeten haben, sofort liefern kann, sondern wir müssen 3 Unterzyklen auf den Speicher warten. Das ist in Ihren Laptops, in Ihren Arbeitsplatzrechnern sogar noch länger. Weil Speicher, bei einem modernen Arbeitsplatzrechner in der Größenordnung von ungefähr 50 solchen Zyklen braucht, bis er den Inhalt, den man haben möchte, liefert. Also unserer ist sogar noch vergleichsweise schnell, oder sagen wir lieber, unser Speicher ist halbwegs normal schnell, während unser Prozessor ein wenig langsam ist. Nicht so raffiniert schnell wie ein moderner Prozessor. Also, während wir hier auf den Speicher warten, stecken wir noch das, was hier in diesem Register steht, in dem 1-Register. Und das ist die Zahl 1, also 31 Nullen und hinten eine kleine 1 dran, als letzte Bit, stecken wir noch ins Y-Register. Wir sagen also wieder, 1-Register bitte Bus treiben und Y-Register bitte vom Bus lesen. Und jetzt haben wir 2 Operanden bereitgelegt.
Was wir nämlich gerade hier nebenher, während der Speicher arbeitet, erledigen wollen, ist, dass wir das Instruktionsadressregister um eins raufzählen, um dann im nächsten Fetch-Zyklus, der dann irgendwo hier unten kommt, in der nächsten Instruktion wieder erstmal den nächsten Befehl holen zu können. Also, im dritten Schritt müssen wir jetzt, die Formatierung ist leicht durcheinander geraten leider, müssen wir jetzt auf die ALU warten und auf den Speicher warten. Auf den Speicher haben wir ja schon einmal gewartet, nämlich hier oben im zweiten, aber wir müssen drei warten. Auf die ALU warten wir nur einmal, die ist schneller. Aber trotzdem, wir müssen hier so einen Wartezyklus einlegen, in dem wir als Steuerwerk gar nichts machen, null, lauter Nullen an die Steuerleitung anlegen und im Übrigen die Zeit ablaufen, warten bis zum nächsten Takt warten. So, nachdem wir jetzt der vierte Takt da ist, nachdem unser Taktgeber, das ist auch ein Schwingkreis natürlich, nachdem der uns den nächsten Takt gegeben hat, da wissen wir, die ALU ist schnell genug, um aus dieses Y-Register zum X-Register, in unserem Fall IAR plus 1, berechnet zu haben, sodass es im Z-Register liegt. Wir müssen also jetzt das Z-Register abholen. Da steht die alte Instruktionsadresse plus 1 drin, indem wir das Z-Register auf den Bus legen. Die Bits liegen dann hier überall im Blauen an und dem Instruktionsadressregister hier sagen, hol doch bitte das, was im Bus ist und übernimm es hier in deine Flipflops, in deine 32 Flipflops. Nebenher, wenn wir das machen, geben wir dem Speicher auch noch weiter Zeit zum Arbeiten. Jetzt hat der Speicher einmal, zweimal, dreimal gewartet. Wir wissen, er ist fertig, weil wir alles so konstruiert haben. Nicht, weil wir das irgendwie messen können, sondern weil wir jetzt den Computer so konstruiert haben, dass er nach dreimal fertig ist, nach drei Takten warten. Und dann sagen wir noch dem Speicherinhaltsregister, bitte treib den Bus, setz also den Bus genau zu dem Bitmuster, das im Speicherinhaltsregister steht. Und dem Instruktionsregister sagen wir, nimm das, was auf dem Bus liegt, in dich hinein. Jetzt haben wir 32 Bit von hier nach hier transferiert und weil das, die 32 Bit hier, das war, was hier drin stand, bei dieser Adresse, haben wir die nächste Instruktion geholt. Okay, der erste Teil erledigt. Und ich glaube, jetzt können Sie auch halbwegs nachvollziehen, warum wir das den Fetch-Zyklus nennen auf Registertransferebene, denn im Wesentlichen haben wir hier Registertransfers durchgeführt. Hier einen Registertransfer in diese beiden Zieleinheiten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten Registertransfer. Vier Stück. So, jetzt müssen wir noch den zweiten Teil erledigen, nämlich das Laden. Und das ist im Verhältnis zum Fetch sogar ganz einfach. Die Ablaufsteuerung, die schaut jetzt in die vordersten 4 Bit rein, sieht, es ist ein Ladevariable-Befehl. Also kommen jetzt die Steuerworte, die Menge Steuerworte für das Ladevariable zum Einsatz. Das erste Steuerwort sagt Instruktionsregister, leg dich bitte auf den Bus. Dabei werden übrigens nur die hintersten 28 Bit, also rechts von diesem Strich hier, genommen und auf den Bus gelegt. Da gibt es noch einen kleinen, nur dieser Teil ist überhaupt mit dem Bus verkabelt, verbunden, die hinteren 28 Bit, zumindest ausgehend, also vom Instruktionsregister hier auf den Bus. Also Instruktionsregister, zieh mal bitte den Bus auf das Inhalt der hintersten 28 Bit, die vordersten machst du auf 0 und dann müssen wir dem Speicher wieder einen Leseimpuls geben,
Ach so, wir müssen natürlich noch dem Speicheradressregister sagen, das können wir jetzt schon. Nimm bitte das, was auf dem Bus liegt, in dich hinein. Und jetzt, weil wir gesagt haben, lesen, jetzt muss der Speicher 3 Zyklen Zeit bekommen. Und ja, in dieser Zeit fällt uns nichts Ordentliches ein, was wir sonst auch machen könnten in unserer Maschine. Wir warten also. Warten auf Operanden ist sowieso das, was so ein Prozessor gerne mal macht. Im 10. Zyklus, 7, 8, 9 können wir nichts machen, ist der Speicher fertig. Das, was wir hier im Speicher hatten, steht jetzt im Speicher, bei dieser Adresse hatten, steht im Speicherinhaltsregister. Wir sagen dem Speicherinhaltsregister Bus treiben und wir sagen dem Akkumulator vom Bus lesen, also wieder ein Registertransfer. Jetzt sind wir fertig mit der Instruktion. Das, was hier im Speicher stand, auf das das Instruktionsregister gezeigt hat, steht im Akkumulator und wir veranstalten hier noch 2 leere Unterzyklen. Die beiden könnte man natürlich abschneiden, wenn wir irgendwie eine bisschen intelligentere Ablaufsteuerung haben, aber das will ich jetzt mal gar nicht machen. Wir wollen es gar nicht so intelligent haben, sondern wir wollen es einfach haben. Hier unten habe ich nochmal so einen Registertransfer hingeschrieben. Also wenn ich hier schreibe, dies hier oben in dieser Schreibweise, das so hinschreibe, dann meine ich Instruktionsadressregister auf den Bus legen und das Speicheradressregister und das X-Register, die kriegen jetzt einen Impuls. Das ist dieser Takt in die Flipflops rein, dass sie vom Bus lesen sollen. Und das ist der primitive Basisschritt. Dieser primitive Registertransferschritt, unser Addierwerk und die Flipflops, das sind die wesentlichen Ingredienzien, um so einen Prozessor zu bauen. Der Rest ist mehr oder weniger raffinierte Kombination von diesen Basisfunktionalität, Registertransfer, Addition und Speichern. Fragen hierzu? Ich gucke mal in die Runde. Üben wir es noch mal ein bisschen. Außerdem will ich Ihnen zeigen, dass es einen Befehl gibt, naja, eigentlich ein paar, die genau diese 12 Zyklen auch, Unterzyklen auch brauchen. Das Addieren ist so einer. Die Addition, die nimmt den Inhalt von der Speicherzelle, auf die das A zeigt, und addiert es zum Akkumulator. Wir haben also irgendwie, unsere Arbeit ist schon irgendwie relativ klar, was wir machen müssen. Eigentlich wieder so eine Informatikergeschichte. Wir nehmen das, was wir uns haben einfallen lassen, die Ladevariable-Instruktion, und bauen die ein bisschen um. Die ersten 5 Zyklen, der Fetch-Zyklus, den habe ich hier nur noch grau hingeschrieben, da brauchen wir gar nichts umzubauen, der ist immer derselbe, egal welche Instruktion wir haben. Jetzt müssen wir also den zweiten Teil dann nehmen, den Ladevariable, und ein bisschen aufbohren. Aber wieder müssen wir hier das, was hier bei der Adresse steht, der aus dem Speicher bekommen. Das ist ja unser zweiter Operand. Der erste Operand steht im Akkumulator, den haben wir vorher mit dem Ladevariable-Befehl dahin gekriegt. Also, wir sagen dem Instruktionsregister, leg dich bitte auf den Bus, dem Speicheradressregister, nimm das, was auf dem Bus steht, und wir sagen dem Speicher, er soll lesen. Jetzt müssten wir die Zyklen 7, 8 und 9 warten, bis wir das Speicherinhaltsregister ins Y schaffen können. Dahin, damit wir addieren können. In der Zwischenzeit müssen wir noch den Operanden, während wir hier warten, den Operanden aus dem anderen Operanden aus dem Akku
ins X-Register schaffen. Und das machen wir hier. Akkumulator bitte auf den Bus legen. X bitte vom Bus lesen. Wir warten noch ein wenig auf den Speicher hier, da und da. 7, 8 und 9 wieder auf den Speicher gewartet. Im 10. holen wir das Ergebnis der Leseoperation ab. Ne? Speicherinhaltsregister nach Y. Jetzt haben wir hier drin im Y-Register das, was im Speicher stand. Im X-Register haben wir das, was im Akkumulator stand. Die beiden Operanten sind startklar. Wir sagen der ALU, sie soll jetzt bitte mal addieren. Wir müssen hier im 11. Schritt auf die ALU warten, weil das eben einen Augenblick dauert. Und im 12. Schritt können wir hier glücklich unser Ergebnis abholen, auf den Bus stecken und in den Akkumulator schreiben. Also Sie sehen, nachdem wir uns überlegt haben, wie das hier funktioniert, ist das andere, die Addition daraus zu machen, gar nicht so schwer. Und natürlich können wir aus dem hier auch den STV-Befehl machen und natürlich können wir aus dem hier auf einfache Weise ein logisches Und, ein logisches Oder machen, indem wir hier eben nicht sagen, ALU bitte addieren, sondern ALU macht es und, die Und-Verknüpfung oder ALU macht's oder und so weiter. Also alles, was die ALU an Operationen drauf hat, das müssen wir eben hier dann reinschreiben, um einen anderen Befehl zu machen. Nachdem wir das Addieren hier drauf haben können, können wir auch den AND, den OR, den XOR und den Equal. Müssen wir nämlich bloß der ALU sagen, machen ein UND, machen ein ODER, machen XOR und mach diesen Vergleich. Der Vergleich übrigens, eigentlich eine Subtraktion, und wenn das Ergebnis gleich 0 ist oder ungleich 0 ist, dann wissen wir, was los war. Wenn das Ergebnis gleich 0 ist, wenn wir also den Speicherinhalt vom Akkumulator abziehen, dann wissen wir, dass die beiden Zahlen gleich waren. Und wenn irgendwas anderes, wenn noch ein paar Bits da übrig bleiben nach der Subtraktion, dann wissen wir, dass sie ungleich waren. Und dann müssen wir das entsprechend hier machen. Als Resultat ins Z-Register schreiben, um das dann abholen zu lassen. Abholen hier unten. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen zu zeigen, dass dieses Ladevariable und die arithmetischen Operationen, Add und so weiter, dass es auf dieser Registertransferebene ganz einfach ist. Weil wir eben schon die Vorarbeit geleistet haben, dass wir in der ALU addieren können, dass wir, weil wir den Speicher dazu gebracht haben, zu funktionieren, obwohl ich Ihnen da noch eine Kleinigkeit unterschlagen habe beim Speicher, das müssen wir dann in der Vorlesung Technische Informatik nachholen. Da werden wir uns dann ungefähr eine Dreiviertelstunde mit der Funktion von Speicher beschäftigen. Aber naja, es ist auch keine Zauberei. Wenn man sich es mal überlegt hat, funktioniert es übrigens eigentlich ziemlich primitiv. Der Speicher. Ja, also, addieren können wir jetzt auch. Was bleibt noch übrig? Springen. Der Jump und der Jump Negative. Und die sind jetzt schon an der Grenze zum Trivialen. Gucken wir uns das an. Der Jump Negative, ein bedingter Sprung. Wir müssen also vorne den Akkumulator anschauen, ob das vorderste Bit gesetzt ist. Denn dann ist die Zahl, die im Akkumulator steht, ja negativ. Wenn das vorderste Bit gesetzt ist, wollen wir springen und sonst nicht. Das X-Register, das Y-Register, ALU und so weiter, die interessieren uns alle gar nicht in der Geschichte. Die brauchen wir nicht zu berücksichtigen. Wir brauchen nicht mal den Speicher.
Der Fetch-Zyklus, ja klar, wie wir uns das denken. Jetzt steht diese Instruktion Jump Negative. Und mit der Adresse P hier im Instruktionsregister hinten in den hintersten 28 Bit drin. Es ist schon fast alles erledigt. Jetzt gucken wir das vorderste Bit im Akkumulator an. Was heißt, wir gucken es an? Dieses vorderste Bit, da, das ist fest hier mit einem extra Draht hier in unsere Ablaufsteuerung rein verdrahtet. Wenn es auf 1 ist, dann bewirkt es hier was anderes, als wenn es auf 0 ist, bewirkt das Anlegen eines anderen Steuerwortes. Wenn dieses Bit auf 1 gesetzt ist, dann nehmen wir die hintersten 28 Bit vom Instruktionsregister, lassen sie auf den Bus legen und sagen dem Instruktionsadressregister, nimm doch bitte das, was da auf dem Bus liegt. Das ist die Adresse P, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen wollen. Falls das vorderste Bit 0 ist, machen wir nichts. Und dann machen wir auch in den Unterzyklen 7 bis 12 nichts, denn wir haben unseren Job schon erledigt. Im Instruktionsadressregister steht die Adresse, wo es weitergeht. Wir haben also, der Sprung ist also der einfachste Befehl, außerdem gar nichts Machbefehl, der Nulloperation. Die gibt es ja auch, aber die brauchen wir nicht weiter zu besprechen. Falls wir übrigens einen Jump haben, also nicht den Jump Negative, nicht den konditionalen Sprung, sondern den unbedingten Sprung, dann machen wir hier, haben wir hier kein 6a und kein 6b, sondern nur ein Sechstens. Das ist genau das hier ins Instruktionsregister, bitte ins Instruktionsadressregister transferieren. Und jetzt glaube ich, können Sie nachvollziehen, warum ich den Jump und den Jump Negative schon ziemlich trivial finde. Da ist der Ladevariable ja noch schwierig. Aber eigentlich ist der Fetch-Zyklus der intellektuell noch anspruchsvollste Teil und die Execute-Zyklen hier beim Jump ist primitiv, beim Ladevariable einfach und hier beim Addieren, naja, so zwischen mittel und einfach. Und jetzt sind wir schon ziemlich weit bei der Betrachtung, wie so ein Rechner eigentlich rechnet. Ich will noch kurz erwähnen, wie wir die MIMA so ein paar einzelne technische Dinge jetzt hier, um das zusammenzuführen. Der Start der MIMA, na, da gibt es irgendwo so eine Reset-Taste und die Reset-Taste sorgt dafür, dass 32 Nullbits ins Instruktionsadressregister kommen. Das ist mit dem Reset-Eingang von so einem Flipflop verbunden, die Reset-Taste, also von allen 32 Flipflops. Das Transferbit wird auf 0 gesetzt, das Run-Bit wird auf 1 gesetzt, das sind wieder Flipflops, vielleicht noch mit Lämpchen dran, damit wir sehen können, was sich tut. Nachdem wir auf die Reset-Taste gedrückt haben, beginnen wir also mit der Instruktionsausführung, mit dem ersten Fetch-Zyklus danach bei Adresse 0. Wir müssen also dafür sorgen, dass bei Adresse 0 der Bootlader, der Urlader von unserem Computer liegt, der das Betriebssystem lädt. Und wenn Sie auf die Reset-Taste in Ihrem Desktop-Rechner drücken, oder naja, manche Laptops haben eine Reset-Taste, bei anderen muss man auch so eine komische Tastenkombination oder Tastatur machen, damit es den Reset gibt. Dann fängt der typischerweise bei Adresse 0 an. Man kann es auch ein bisschen anders verkabeln, dass hier eine bestimmte Bitkombination reinkommt. Diese andere festgelegte Adresse. Aber im Wesentlichen, oder nein, nicht im Wesentlichen,
Wir können uns auf die Betrachtung dieser Adresse 0 beschränken. Da muss der Urlader herumliegen. Und das tut er auch bei unseren Rechnern. Später kann man dann übrigens ein bisschen was an dem Rechner so umschalten, dass man Adresse 0 im RAM auch benutzen kann. Aber zunächst mal liegt bei Adresse 0 der Urlader, da ganz am Anfang, und das ist kann zum Beispiel als Festwertspeicher ausgeführt sein. Und dieser Urlader im einfachen Fall bei uns liest er das Programm von einem bestimmten Gerät, also von der Festplatte oder meinetwegen auch von einem USB-Stick, in den Speicher ein. Das kann, naja, heutzutage gibt es in einem PC, wenn Sie auf Reset drücken, kommt so ein Urlader aus dem BIOS und der lädt von der Festplatte den Betriebssystemlader als erstes Mal und der Betriebssystemlader, der lädt dann das eigentliche Betriebssystem und das Betriebssystem lädt Ihre Programme. In unserem Fall nimmt der Urlader das Programm von zum Beispiel der Festplatte, liegt es in den Speicher und springt das Programm an. Auch ist nicht so anspruchsvoll. Wir müssen es natürlich alles schon richtig zusammensetzen und den Urlader den richtigen bereitgelegt haben, den müssen wir mal programmiert haben. Das macht auch ein bisschen Arbeit, aber auch da verbergen sich keine echten Geheimnisse mehr. In der alten Zeit gab es für sowas wie das Instruktionsadressregister und auch den Akkumulator vorne am Computer dran, lauter rote LEDs, Lämpchen oder sowas, ganz früher auch Glühlampen oder solche Sachen. Und sogar Schalter vorne dran, sodass man von außen die Bits in dem Register einzeln setzen kann. Wenn Sie so alte Bilder von der PDP-11 oder so anschauen, da ist es so. Da kann man dann mit der Hardware, mit Schaltern vorne dran, debuggen. Das hat eigentlich noch Spaß gemacht. Ich hatte auch mal so ein paar Wochen Zeit, mit so einem Computer rumzuspielen. Und da wird eben schön visualisiert, was passiert. Was ich auch noch hier nachholen möchte oder nicht nachholen, anfügen möchte, ist die Ein-Ausgabe. Die Ein-Ausgabe, das habe ich jetzt bisher so umgangen und nicht ausführlich erklärt. In unserer Maschine ist die Idee, dass die Ein-Ausgabe in den normalen Adressbereich integriert ist. Das ist vielen von Ihnen übrigens schon begegnet, dass das so ist. Auf unseren 32-Bit-Rechnern, Laptops oder Desktops, auf denen ein Windows läuft, da kauft man 4 Gigabyte. 4 Gigabyte, also 4 Milliarden Byte, ist auch das, was man mit 32-Bit adressieren kann. Und wenn Sie das reinstecken in Ihren PC oder Laptop, diese 4 Gigabyte, und starten dann Ihr Betriebssystem und schauen mal nach, wie viel RAM denn drin ist, dann sehen Sie in dem entsprechenden Windows oder auch Macintosh oder sonst was Fenster, das Ihnen Auskunft über das RAM gibt. Da steht dann, eingebaut sind 4 Gigabyte, benutzbar sind 3,5 Gigabyte oder 3,0 oder 3,7 oder sowas. Wer hat das schon gesehen? Okay. Haben Sie sich auch mal gefragt, was soll diese Frechheit? Ich kaufe 4 Gigabyte und dann lässt es mich nicht so viel benutzen. Und diese Frechheit, die möchte ich jetzt gerade hier erklären. Die stört uns auch bei unserer Maschine, ne? Weil die Ein-Ausgabe im Adressbereich des Computers drinsteckt, naja, da braucht es natürlich auch entsprechend Adressen, sodass man, wenn man diese Adressen anspricht, nicht Speicher erwischt, sondern
die ein Ausgabegerät erwischt. Wenn das hier die 32 Bit wären, die wir vom Speicher adressieren können, dann ist hier oben dieser oberste Teil eine Ausgabe. Der Rest ist RAM. Und hier hinter steckt dann eben in einem bestimmten Adressbereich die Grafik und Tastatur und Maus und Netzwerk und so weiter. Das ist mit Adressbits gelöst, die anzusprechen. Der Trick, mit Peripherie zu sprechen, ist nämlich, wir schreiben ein Byte oder ein Wort an eine bestimmte Adresse. Wenn wir in den Grafikspeicher schreiben wollen, dass wir hier Pünktchen sehen, dann müssen wir, ich erzähle es erstmal für ganz primitive Farben, dann müssen wir, wenn wir was Schwarzes machen wollen, 24 Nullbits schreiben, 8-Bit Rot auf 0, 8-Bit Grün auf 0, 8-Bit Blau auf 0. Und dann sehen wir hier die Farbe Schwarz. Wenn wir Weiß haben wollen, müssen wir Rot 255, Blau 255 und Grün 255 schreiben. Wenn wir hier ein gelbes Pixel haben wollen, dann müssen wir Rot und Grün gleichzeitig anzeigen, müssen wir also Rot auf 255 schreiben, Grün auf 255 schreiben und Blau auf 0. Dann kriegen wir hier ein gelbes Pixel. Und die anderen Farben sind auch so gemischt, über Farbmodelle sprechen wir noch. Also, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir hier in diesen Ausgabebereich, einen bestimmten Teil von diesem einen Ausgabebereich, unsere drei Farben hinschreiben, um hier ein buntes Pixel zu bekommen. Wir müssen also wirklich Farbe, also die entsprechenden Bytes irgendwo in den Speicher schreiben. Und dieses irgendwo in den Speicher, na, das braucht Adressbits. Und deshalb können Sie in Ihrem PC, der nur 32-Bit-Architektur hat, 32 Adressbit hat, eben die 4 GB nicht ganz benutzen, sondern nur teilweise. Okay, das heißt okay, ist eben leider so. Etwas detaillierter möchte ich das auf dieser Folie noch erzählen. Das nennt man Memory Mapped I.O. Also Eingabe erfolgt durch Lesen von einer bestimmten Speicheradresse. Ich will sie nicht magisch nennen, von einer vorher ausgesuchten Speicheradresse müssen wir lesen. Wir geben also im Speicheradressregister eine bestimmte Adresse. Und die ist meistens relativ oben im Speicher angesiedelt. Wenn das hier 0 ist und das hier lauter F sind als Adresse, na, wie viel brauche ich noch? Also alle 32 Bit an sind, dann ist hier diese oberste Adresse gemeint. Die ein Ausgabeadressbereich ist das in der Regel da ganz weit oben. Wenn man nur 2 GB in den Rechner reinsteckt, dann kann man auch alle 2 GB benutzen. Die gehen eben nur bis hier und die eine Ausgabe ist doch noch da oben. Für die eine Ausgabe brauchen wir kein richtiges RAM, sondern es ist direkt verkabelt. Weil die Geräte, die wir da haben, also Festplatte und die Tastatur und die Maus natürlich ein bisschen langsamer sind als Speicher, brauchen wir noch einen speziellen Handshake. Dieser Handshake, das ist das Transferbit. Wenn wir eine Ausgabe machen wollen, das sieht man an der Adresse, dann setzt das Steuerwerk das Transferbit und wenn die Peripherie oder der Speicher fertig ist, wird das Transferbit auf 0 zurückgesetzt. Das Steuerwerk wartet jetzt auf das Transferbit und macht erst dann weiter, wenn das Transferbit wieder auf 0 ist. Das nennt man einen Handshake, einen Hardware-Handshake. Ich setze dieses Bit, das mich selber zum Warten bringt. Die Peripherie, der Speicher, setzt dieses Wartebit zurück und dann kann das Steuerwerk weitermachen. So, jetzt müssen wir noch zu den Adressen kommen. In unserem Fall, so habe ich das jetzt mal gemacht, wenn die Adresse benutzt wird, bei der hier in den obersten 4 Bit, in den höchsten 4 Bit 1100 steht.
Dafür habe ich ein C hingemacht, 1100. Das hier ist Hex C. Also bei 1100, wenn das vorne in der Adresse steht, das sehen wir hier im Speicheradressregister, das Ladevariable zum Beispiel oder Speichervariable sorgt ja dafür, dass im Speicheradressregister die Adresse reingeschrieben wird. Wenn im Speicheradressregister hier vorne 11 steht und dann 00 und dann hier hinten noch 28 beliebige Bits die Adresse, auf die komme ich gleich noch. Dann liegt eine Ausgabe vor, das Transferbit wird gesetzt und so weiter. Und hier die Geräteadresse, das können zum Beispiel die letzten 8 Bit hier sein oder auch hier 16 Bit oder vielleicht sogar diese noch mehr Bits. Wenn das gesetzt ist, dann wird hier, also wenn wir hier vorne das C gesetzt haben, dann wird das hier hinten, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 Bit, die werden benutzt als Geräteadresse. Und es ist so, dass alle Geräte hier wieder draufschauen auf diese Adressen. Und wenn eine bestimmte Bitkombination gegeben ist, werden die aktiv. Diese bestimmte Bitkombination, die wird vom PC am Anfang während des Bootstraps, also während der Urlader dran ist, bestimmt, welches Gerät an welcher von diesen Adressen liegt, an diesen EA-Adressen liegt und dass sie dann entsprechend reagieren können. Also die Geräte beobachten diese unteren Bits hier und schreiben dann, wenn sie gemeint sind, auf dem Bus oder lesen von dem Bus, hier Speicherinhaltsregister, ne, reinschreiben und rauslesen. In der Regel 8-Bit, ein Byte orientiert, weil die Peripherie fast immer so 8-Bit orientiert ist. Also das ist die eine Ausgabe. Die führen wir jetzt wieder, damit es für uns einfacher wird zu programmieren und einfacher wird zu denken. Deshalb führen wir die auf Ladevariable und Speichervariable zurück, die eine Ausgabe. Jetzt ist es dann wieder schön einfach. Hier habe ich nochmal diesen Speichermechanismus aufgeschrieben. Also, ich habe jetzt hier das Speicherwerk erweitert. Und zwar werden die vordersten Bit vom die wir hier auf der Prozessorbus, der hat es hier in das Speicheradressregister reingeschrieben, hat das Transferbit auf 1 gesetzt, hier von außen, Sie sehen es. Und jetzt vergleicht hier diese Schaltung die vordersten 2 Bit hier, ob das 1,1 ist. Und ob dann, ja, ob das 1,1 ist, fertig. Wenn das 1,1 ist, dann lässt es den Speicher in Ruhe und legt das Speicheradressregister, den Rest, auf den Ein-Ausgabebus. Und was dann, wenn dann hier vom Ein-Ausgabebus die Peripherie, die setzt auf diesem Ein-Ausgabebus so eine Art Erledigt-Bit, dann wird das, was hier auf dem Bus lag, als Daten genommen und ins Speicherinhaltsregister geschrieben. Also, die Ein-Ausgabe wird adressiert, behandelt wie Speicher, aber hat nochmal ihr eigenes Steuerwerk, sodass sie wieder mit Registertransfers arbeitet. Wenn das hier gesetzt ist, die vordersten 2 Bit, wird hier der IO-Pin gesetzt und dieser Ein-Ausgabe-Controller sagt jetzt dem Speicheradressregister, leg dich hier mal auf den Bus an. Und irgendwann sagst du dem Speicherinhaltsregister, nimm bitte das vom Bus und danach schreibst du den Nuller rein hier und ich bin fertig. Wir können also hier außen für die Ein-Ausgabe und weiteres Steuerwerk, wie wir es schon kennen, anbauen und haben ein Ein-Ausgabewerk gebaut.
Dieses Transferbit, das erweitern wir jetzt übrigens noch. Das benutzen wir auch für unsere Speichertransaktionen. Wir schreiben hier über den Prozessorbus ein Speicheradressregister. Jetzt sind mal die vordersten beiden Bits nicht gesetzt. Wir wollen ganz normal Ladevariable machen. Hier bei der Selektierung haben wir Read gesetzt und dann wird das Transferbit auf 1 gesetzt. Der Speicher fängt an zu arbeiten, braucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Takte. Wir wissen es nicht genau, wie viel. Und wenn er fertig ist, das weiß jetzt der Speicher, schreibt er hier in das Transferbit eine 0 rein. So können wir den Handshake auch mit Speicher machen und wir haben jetzt gerade hier noch unseren für den EA unser Steuerwerk so oder so unseren Ablauf so transformiert, dass wir auch einen Handshake mit dem Speicher machen, wenn der fertig ist, sodass wir eventuell auch schon, wenn wir uns schnell einen Speicher kaufen, nach nur 2 Zyklen fertig sein könnten. Also das wäre immerhin jetzt möglich. So, Speicher und I.O. gehört also irgendwie zusammen und weil wir Adressbits benutzen müssen, in unserem Fall die obersten 2 Adressbits benutzen müssen, um zu unterscheiden, ob es jetzt eine Ausgabe oder Speicher ist, verlieren wir ein bisschen Adressraum. Bei uns ist das jetzt relativ viel Adressraum, den wir verlieren. Man kann es ein bisschen anspruchsvoller machen, da muss man ein bisschen mehr Hardware dran packen. Dann verlieren wir nur ein paar hundert Megabyte, so wie Sie in Ihren PCs, wenn Sie 4 Gigabyte einbauen und haben nur 32-Bit-Adressen. Wenn man jetzt ganz radikal ist, ich meine, das hat die Industrie im Übrigen auch 5-6 Jahre Arbeit gekostet, dass im Markt umzurüsten, dann muss man, und man will mehr Speicher benutzen als 4 Gigabyte, ja, eigentlich 3,7 oder 3,5 Gigabyte, da muss man 64-Bit-Adressen haben, das heißt aber auch 64-Bit-Adressen, dass wir unseren Adressbus hier umrüsten müssen, doppelt so breit machen müssen. All diese Pfade hier, den da und den da und den da, die schwarzen Striche, 64-Bit breit machen müssen und wir müssen das Betriebssystem umschreiben und und. Also der Schritt von 32-Bit auf 64-Bit, der war ganz schön anstrengend für die Computerindustrie. Weniger konzeptuell als ja, das überall durchziehen. Die eine Ausgabe ändert sich natürlich jetzt auch ein bisschen. Jetzt gucken wir die obersten paar Bits von den 64-Bit an, um festzustellen, dass da eine Ausgabe vorliegt. Wir werden übrigens an dieselbe Grenze wieder hinrennen, wenn Sie 2 auf 64 Byte Speicher kaufen, in, sagen wir mal, 20 Jahren oder in 10 Jahren vielleicht auch nur, in Ihren Computer reinstecken, in Ihren 64-Bit-Rechner, werden Sie feststellen, dass Sie nicht 2 hoch 62 Byte benutzen können, sondern ein paar weniger, dass Ihnen wieder einige dann wohl Gigabyte fehlen werden. Und wieder werden irgendwelche blöden Kommentare auf irgendwelchen Webseiten stehen, bei irgendwelchen Händlern, oh, 2 hoch 64, ich weiß gar nicht, wie viel Exabyte das sind, 2 hoch 64 Bitspeicher gekauft und ich kann sie nicht alle verwenden. Gemeinheit. Ich gebe das Produkt zurück, so ein Betrug. Naja, also 2 hoch 64 Byte Speicher, das wird eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das kaufen können, denn das ist schon eine ganze Menge mehr, als wir im Augenblick haben. Ich sage lieber nicht mehr, ich glaube auch nicht, dass wir so viel Speicher jemals brauchen können. Das bezweifle ich noch. Ich glaube schon, dass wir neue Anwendungen finden werden, dass wir noch richtig viel mehr Speicher in unseren Computern brauchen oder haben wollen. Formulieren wir es so. Vielleicht nicht 2 hoch 64 Byte, aber schon ein paar mehr, als wir jetzt haben.
Jetzt schulde ich Ihnen noch eine Kleinigkeit. Wie werden diese Steuersignale eigentlich erzeugt? Das sind ja so 20 oder ungefähr 20 oder ein paar mehr, wird jetzt gleich nachgerechnet, Bits, von denen die meisten 0 sind, ein paar 1. Und da brauchen wir so eine Sequenz pro Instruktion 12 Stück. Erstmal 5 für die für den Fetch-Zyklus, wobei manche davon auch ganz einfach sind, ne? Lauter Nullen für gar nichts tun, warten, warten, warten. Andere, da sind ein paar Bits gesetzt. Also diese Steuersignale müssen irgendwie erzeugt werden. Die werden erzeugt, abhängig vom Befehl. Wir müssen also diese 4, 8 Bit vom Instruktionsregister betrachten. Das ist Eingabe zur Auswahl des richtigen Steuerwortes. Die 4 bzw. 8 Bit vom Instruktionsregister. Das Vorzeichenbit im Akkumulator ist eine Eingabe ins Steuerwerk. Dieser Mikrozyklenzähler von 1 bis 12, ja, 1 bis 12, also wir fangen natürlich bei 0 an, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, das passt in 4 Bit rein. Ja, so, noch ein bisschen Luft. Passt in 4 Bit rein, hier kommen also von diesem Zähler 4 Bit. Wie man Zähler bastelt, haben wir übrigens besprochen, mit diesen D-Flip-Flops letzte Stunde. Und dann haben wir noch das Statusregister, da ist das Run- und Transferbit drin. Da kommen nochmal 2 Bits zustande. 8 plus 1 plus 4 plus 2 sind 15 Eingangsleitungen. Die gehen ins Steuerwerk rein und die identifizieren eindeutig, welches Steuerwort jetzt raus muss. Welcher Befehl, in welchem Mikrozyklus sind wir, ist das Vorzeichenbit gesetzt, sind diese beiden hier gesetzt oder nicht. Jetzt ist eindeutig bestimmt, welches Steuerwort rauskommen muss. Die Steuerwortkombinationen, die Ausgangssignale vom Steuerwerk, wir brauchen so Steuerimpulse rechteckig, während einem Takt soll dann irgendwo ein Einser anliegen und ein Nuller oder Nuller. Für die Alu brauchen wir vielleicht auch noch was länger an ist, nicht so wichtig. Diese Steuersignale, die kommen an den Takt bzw. dieses Strobe von den Flipflops. Und jetzt gehe ich noch mal ein paar Folien zurück. Wenn wir die Alu anschauen. Hallo Alu, die ich hier gebaut habe. Hier diese Strobes. Das, das und das hier. Das sind genau solche Steuersignale. Die sagen den einzelnen Flipflops, übernimm bitte das, was am Eingang liegt. Genau das sind die Steuersignale. Das heißt, wir brauchen da kurzzeitig so einen rechteckigen Impuls mit einer steigenden Flanke und einer fallenden Flanke. Die steigende Flanke und die fallende Flanke, die wird jetzt übrigens gerade wieder interessant beim Registertransfer, ne? Wenn wir sowas hier machen. Die Ausgänge reagieren auf die steigenden Flanken, die Eingänge reagieren auf die fallenden Flanken von unseren Impulsen. Damit wir erst dafür sorgen, dass sich das hier stabilisiert auf dem Bus und kurz darauf übernehmen können. So. Die letzte Bemerkung, die überspringe ich jetzt hier. Da gibt es noch eine kleine Komplikation und in der technischen Informatik erledigen wir das auch. Aber das muss ich jetzt noch. Also wenn Sie das unbedingt wissen wollen, dann in einem halben Jahr technische Informatik-Vorlesung. So, wir müssen insgesamt auch noch ein paar Ausgaben generieren. Wir haben 15 Eingaben, jetzt müssen wir die Ausgaben erzeugen. Zählen wir mal nach. Wir brauchen eine Leitung zum Clear-Eingang von diesem Flip-Flop für das Run-Bit, fürs Transfer-Bit brauchen wir eine. Der Alu müssen wir sagen, was sie tun soll. Addieren und oder XOR equal, vielleicht noch 1, 2, 3 weitere
Wenn wir da 3 Bit vorsehen, 3 Bit, 2 hoch 3, gibt 8 Kombinationen. Das reicht ja dann wohl für die wichtigsten arithmetischen Operationen. Jetzt haben wir hier 5 Stück schon zusammen. Der Speicher, den müssen wir sagen, lesen und schreiben. Wenn beide Bits auf 0 sind, macht er gar nichts. Wenn das Read-Bit auf 1 ist, liest er. Wenn das Write-Bit auf 1 ist, schreibt er. Und wenn beide auf 1 sind, das ist falsch. Also brauchen wir da nochmal 2 Leitungen. Jetzt sind wir hier bei 7. Die großen Zahlen, die kommen hier zusammen. Wir brauchen ja das Input-Enable für die Register, die vom Bus lesen können. Den Strobe, ne? Mit dem wir dem Register sagen, nimm doch mal bitte das auf den Bus und pack es in dich rein. Das ist das X, das Y, der Akkumulator, 3 Stück, Instruktionsregister, Instruktionsadressregister, Speicherinhaltsregister, Speicheradressregister. Da kommen wir insgesamt auf 7. Und dann haben wir noch den Output-Enable für Register, mit dem wir also zum Register sagen, leg dich mal auf den Speicher, auf den Bus, treib den Bus. Der Akkumulator muss auf den Bus raus, das 1-Register, das Z-Register, X und Y nicht, das sind ja nur Eingänge von der ALU, das Instruktionsadressregister, das Speicherinhaltsregister, Speicheradressregister nicht, das wollen wir nicht lesen, das Instruktionsregister, da kommen wir nochmal auf 6 Stück. Jetzt zählen wir hier kurz zusammen, unsere Steuerworte haben 20 Bit. 15 Eingabebits, 20 Ausgabebits. Wir könnten also uns eine Schaltfunktion berechnen lassen, da gibt es auch mittlerweile Algorithmen, die sowas machen, 15 Variablen und 20 Funktionsausgänge. Es geht aber noch einfacher. Wir können ein Stück Festwertspeicher nehmen. In diesem Festwertspeicher, der braucht 2 hoch 15 Wörter oder Worte, 2 hoch 15 solche Speicherworte. Das sind 2 hoch 15, 32.000. Gar nicht mal so groß. Und in jedem Wort sind 20 Bit drin. Die 20 Bit sind hier unsere Steuersignale, die 15 Bit Adresse in dieses ROM. Das sind diese Eingabesignale. Jetzt reduziert sich also unsere Aufgabe, und das ist eigentlich eine glänzende Idee, so eine aus der Kategorie, oh Mann, das hätte ich auch mal haben können, diese Idee. Warum ist mir das nicht eingefallen? Eigentlich bin ich ja schlau genug dafür. Naja, es ist auch einfach genug, wenn man es erstmal weiß. Also man nehme ein Stück Speicher und in diesem Stück Speicher trägt man pro Adresse, das sind die Bit-Kombinationen, pro Adresse 20 Bit Steuerleitung auf 0 und 1 ein, so wie es braucht. Naja, das ist ein bisschen, schon fleißig arbeiten muss man dafür, aber es ist nicht übermäßig kompliziert, vor allen Dingen, weil wir ja viele Fetch-Zyklen haben, pro Befehl einen, die wir hier nur auf die richtigen Adressen verteilen müssen. Und ein paar gibt es auch nicht und ganz, ganz viele sind überhaupt leer. All die, die warten, sind sowieso nur 20-Bit-Nullen und so weiter. Also der Speicher ist eigentlich noch ziemlich leer. Stehen viele Nullen drin und ein paar Einsen. Um jetzt also sowas hier, zu machen, hier sind ja nur 2 Bit an, Instruktionsregister an, Instruktionsadressregister, also Ausgang an, Eingang an von dem hier, müssen wir also in die entsprechende Adresse für dieses sechstens von diesem Befehl hier 20 Bit eintragen, 18 Bit sind 0 und an der richtigen Stelle sind 2 Bits auf 1. Und können wir uns hinsetzen und das irgendwie mit einem Texteditor machen. Und dann müssen wir auf dem Computer, auf dem wir die MIMA bauen, konstruieren, ein Stück Programm schreiben, was diesen Text nimmt und die Nullen und Einsen
in das ROM reinsteckt, was wir da programmieren wollen. Und dieses ROM kommt dann in die Ablaufsteuerung rein. Der Ausdruck ist schon falsch. Das ROM ist die Ablaufsteuerung. 15-Bit Eingang hier, 20-Bit Ausgabe. Die 15 Bits in dieser Zykluszähler ist das hier, ist das hier, ist das hier. So, das war im Wesentlichen das letzte Stück Hardware, was wir noch brauchen. Computer fertig. Ein einfacher Computer, aber er tut's. Jetzt möchte ich einen kurzen Einschub machen und hier mal weg da. Hier, da in der Mitte, MIMA-Simulator. Den hat einer ihrer Kommilitonen, der hat hier vor 7, 8 Jahren studiert, der Martin Gandrath oder Gandrath? Gandrath, der hat den als Bachelorarbeit geschrieben. Warum ist das Internet so langsam oder was ist hier los? So. Dieser MIMA-Simulator, der liegt bei Google herum, in dieser Google App Engine, sozusagen in der Cloud. Der ist mit JavaScript und so weiter geschrieben. Und da sehen Sie hier wieder unsere MIMA-Architektur. Er hat es jetzt ein bisschen anders gezeichnet. Die ALU ist links, der Speicher ist hier, eine Ausgabe ist hier und hier oben. Da liegt das Einsregister rum und der Akkumulator. Und dann haben wir hier den Zykluszähler, das Instruktionsregister, das Instruktionsadressregister. Hier oben sehen Sie das Statuswort und das Kontrollwort. X, Y und Z-Register. Hier unten sind noch ein bisschen Ausgabegeräte. Eine Tastatur, auf die Sie dann mit der Maus klicken können, und um eine Eingabe zu erzeugen. Und hier so eine Art Bildschirm, in dem Sie da die Ausgabezeichen, die er schreibt, sehen können. So, und jetzt haben wir hier links, da können Sie Ihr Programm eintippen. Also diese Befehle, die wir haben, speichere Variable und Ladevariable und solche Sachen. Das wird dann auch noch von ihm assembliert. Und dann hier unten können Sie den Speicher sehen. Also das hier ist ein kleines Fenster, in dem man hier reingucken kann in den Speicher. Und dann kann man das Programm ausführen lassen. Sie können das Programm hier oben auch speichern, das Sie geschrieben haben, beziehungsweise ein geschriebenes Laden. Dazu müssen Sie eigentlich einen Google-Account anlegen, dass Sie da in der Cloud bei Google Dokumente ablegen können und Dokumente laden können. Ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen sowieso schon so einen Google-Account haben. Man kann das Ding auch benutzen ohne Google-Account, da muss man halt immer sein Programm hier unten ist das Load and the Save, muss man hier sein Programm eintippen und dann sagt man hier Start oder Single Step und dann kann man hier durchgehen und zugucken, wie die Bits hier von da nach da fließen und so weiter über den Bus. Also ich finde den Simulator richtig toll, den er da geschrieben hat. Und der Martin Gandrath. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den benutzen, um zu lernen, wie die MIMA funktioniert. Es besteht auch eine gewisse Möglichkeit. Es ist irgendwie unfein, sowas zu sagen, aber es besteht natürlich schon eine gewisse Möglichkeit, dass es auch mal in der Klausur drankommen könnte. So ein bisschen MIMA. In der Vergangenheit hat man zum Beispiel auch schon so eine Aufgabe, entwickeln Sie doch, wir hatten in dem, ich weiß nicht wann das war, vor ein paar Jahren war das, in der MIMA hatten wir in der Vorlesung auch einen Addierbefehl, jetzt bauen Sie nochmal einen Subtrahierbefehl. So, mit Registertransfers. Naja, eigentlich einfach, aber das testet eher das Verständnis. Na gut, also diese MIMA, die der Herr Gandrath gebaut hat, mit der
können Sie noch ein bisschen üben, sodass Sie in der Klausur dann da total wetterfest sind und die 20 Punkte oder so, die es für so eine MIMA-Aufgabe geben wird, restlos abräumen. Der MIMA-Simulator, den finde ich wirklich toll. Wir haben jetzt übrigens gerade eine Bachelorarbeit laufen. Da schreibt jemand so einen MIMA-Simulator fürs Android. Also für Mobiltelefone, Smartphones und Tablets, die mit dem Android-Betriebssystem laufen. Aber das kann ich Ihnen also dieses Semester noch nicht präsentieren, da müssen Sie noch bis in den Sommer warten. So, jetzt muss ich noch so einen kleinen Teil erledigen, bei dem ich noch nicht war. Die Compiler. Ich hatte Ihnen schon mal so händisch diesen Übersetzungsprozess vorgeführt hier in der Vorlesung. Da hatte ich ja hier dieses Stückchen, naja, fast C. Falls x kleiner 0, dann wollen wir eine 1 ausgeben, sonst wollen wir eine 2 ausgeben. Und dann habe ich mich hingestellt hier und habe interaktiv das hier zusammengebastelt. Die da draus hier diese Instruktionen generiert. Wenn wir das x testen wollen, müssen wir es natürlich als erstes mal laden. Also Ladevariable, um das x zu bekommen. Wenn es kleiner 0 ist, das vorderste Bit gesetzt, ne? Zahl negativ. Das heißt, mit einem Jump negative können wir schauen, ob das hier erfüllt ist. Da haben wir auch gleich das if erledigt und springen hier hin, um den Einser auszugeben. Andernfalls springen wir hier unten hin, um diesen Zweier auszugeben. Und so ein Ausgeben bedeutet dann, wir nehmen eine Konstante, die hinten in dem Befehl drin steht, laden die in den Akkumulator, das macht das laut constant. Jetzt steht die Ziffer 32, also die Zahl 32 im Akkumulator und dann speichern wir an diese Ein-Ausgabe-Adresse, STV plus 200, das ist jetzt der Bildschirm oder der Drucker. Und dann kommt diese 32 hier auf den Bildschirm und der Bildschirm weiß, wenn da wenn der Hex 32 kommt, Dezimal 50, dann soll ich eine 2 anzeigen, weil das nämlich in der ASCII-Tabelle genau die Zahl ist, die die 2 meint. Und wenn wir 31 ausgeben, dann wird der Buchstabe 1 angezeigt. Ich hätte hier oben auch A und B reinschreiben können, dann wird hier hexadezimal 4,1 drinstehen und hier 4,2 für ein großes A und ein großes B. Also so ähnlich. Dieser Job, den erledigt der Compiler. Der weiß also schon solche schlauen Sachen wie, wenn jetzt aus dem if und dieser Klammer, da muss man sowas wie laden und diesen Sprung erzeugen. Und für das then und das else ist auch so eine Sprungkombination erforderlich, um über den Then-Zweig bzw. den Else-Zweig drüber zu springen. Da brauchen wir so ein Muster hier. Und für das Print müssen wir eigentlich eine Funktion aufrufen. In unserem Fall hier weiß der Compiler aber, wie man das direkt einbettet, also den Parameter nehmen, Konstante laden und dann ausgeben. Das ist ein bisschen vereinfacht hier, damit es leichter zu verstehen ist. Die Aufgabe vom Compiler ist also, aus diesem C-Code diesen Objektcode zu erzeugen. Das hier könnte er erzeugen, das ist menschenlesbar. Das hier, naja, sowas lesen zu können, das ist eine vergangene Kunst, die will ich Ihnen auch gar nicht zumuten. Ich habe es nur eingeschränkt gebraucht. Die Leute, die in den 50er, 60er Jahren Informatik gemacht haben,
die waren da flüssig. Die konnten sowas einfach lesen. Aber das braucht es nicht mehr. Also der Compiler, das ist der, ja, der aus einem Programm in der Programmiersprache Objektcode macht. Programmiersprachen, sowas wie C, Pascal, Modular, Fortran, Lisp, Haskell, Java, boah, was weiß ich. Und es gibt tausende von Programmiersprachen. Und als ich Student war, habe ich mit ein paar Kommilitonen auch eine machen müssen. So eine Programmiersprache. Weil ich jetzt weder berühmt bin, noch die Programmiersprache Miprola, die wir damals gebastelt haben, berühmt geworden ist. Sehen Sie schon, dass es nicht so besonders erfolgreich war, was wir da gemacht haben. Aber wir hatten einfach Interesse dran und so im 6. und 7. Semester haben wir das gemacht. Also bei so einem Compiler, da gibt es eine Programmiersprache, die reinkommt und eine Prozessorarchitektur, einen Instruktionssatz, der benutzt wird für den Objektcode, der generiert wird. Das könnte die Intel-Architektur sein oder so 68000er oder Power-PCs. Unser Compiler, der sollte damals aus Miprola Z80-Code machen, weil Z80 irgendwie der schicke In-Prozessor, den man auch bezahlen konnte, zu dem Zeitpunkt war. Schlauer wäre es gewesen, wir hätten sowas genommen. In unseren Mobiltelefonen stecken übrigens zum Beispiel auch Signalprozessoren drin und für die muss man auch, diese DSPs, da muss man auch Code erzeugen können. Und es gibt diese GNU Compiler Collection, Open Source und alles. Dafür gibt es viele Frontends, die mit unterschiedlichen Programmiersprachen umgehen können und unterschiedliche Backends, die Code erzeugen können für Prozessorarchitekturen. Also, da stecken Sie, können Sie C reinstecken und unten kommt Intel-Code raus oder PowerPC-Code oder vielleicht der ARM-Code. Oder Sie stecken diese Programmiersprache vom Niklaus Wirth rein und unten kommt Z80-Code raus oder ARM-Code. Also das ist ganz flexibel. Das Quellprogramm, der Übersetzer, liest erstmal mit etwas, das heißt Scanner, das Quellprogramm. Dieser Scanner, der macht aus den ASCII-Zeichen, die wir im Editor eintippen, erkennt er solche Sachen wie Namen. Und die Schlüsselwörter von der Programmiersprache, das if, das then und so weiter. Mit diesen, ja, der Scanner übersetzt die Namen, die er da findet, in Einträge in der Tabelle, Zahlen. Und mit den Zahlen kann dann, der erzeugt diese Symboltabelle. Und mit diesen Zahlen für Variablen, für Symbole, für die Schlüsselwörter und so weiter, da kann er, was denn hier in der Symboltabelle drinsteht, da kann der nächste Schritt, der Parser, weiterarbeiten. Der Parser zerlegt Ihr Programm in, naja, so Statements. Der findet raus, das ist ein If. Der findet raus, das ist eine Zuweisung. Und Parser heißt übrigens übersetzt, so auf Deutsch übersetzt, Zerteiler. Also der zerlegt die Folge von Symbolen, die im Quellprogramm steht, zerlegt er in sinnvolle Einheiten der Programmiersprache, wie eine Zuweisung, solche Statements. Und nachdem wir das zerlegt haben, ja, da wird immer noch die Symboltabelle zwischendurch benutzt, kommt dann die Codeerzeugung und macht so ein Objektprogramm in einer von diesen Architekturen. Diese Codeerzeugung, die funktioniert mit einem ähnlichen Gedanken, wie ich ihn hier benutzt habe. Ich weiß nämlich, so ein If, da muss man erstmal die
das, was man testet, aus dem Speicher holen. Eventuell muss man auch noch das, mit dem verglichen wird, aus dem Speicher holen. Eventuell braucht man noch eine Vergleichsinstruktion. Und danach brauchen wir auf jeden Fall einen Sprung, einen Conditional Jump. Dieses Muster, das kennt auch der Compiler, der Backend von dem Compiler, der den Code erzeugt. Und dass dann hier ein Then-File kommt und ein Else-File kommt und dass der übersprungen werden muss, beziehungsweise der übersprungen werden muss, das ist auch Wissen, was mal vorgegeben war, hier bei der Code-Erzeugung. Bei der Code-Erzeugung gibt es also so einen Teil, der so eine Art Funktionsaufrufe, mach mal bitte ein If-Statement und dann mit diesen Parametern hier und dann macht die Code-Erzeugung, nimmt die entsprechenden Befehle von der Maschinenarchitektur und füllt da die Parameter ein, die der Parser identifiziert hat. Formulieren wir es mal so. Also das macht so ein Übersetzer. Und das Muster zum Beispiel beim Prozeduraufruf ist, Parameter bereitlegen, springen, zurückspringen und das Resultat abholen. Und das muss also dann so ein Muster, das dann die Code-Erzeugung hier kennt und entsprechend die Befehle von dieser Architektur einsetzt. Damit das funktioniert, muss es natürlich mal jemanden gegeben haben, der für diese Architektur diese Tabellen gemacht hat, in denen drin steht, was man denn für Befehle braucht für ein if oder für eine Schleife. Also der Scanner liest zunächst mal das Programm ein, findet Symbole und das sind entweder Konstanten oder Identifier. Konstanten, das sind unsere Zahlen, Literale, Strings und so weiter. Identifier, das sind die von der Programmiersprache, die es schon gibt, if und lauter so Zeug. Aber auch die Namen, die sie generieren, Prozedurnamen oder Funktionsnamen und Variablennamen und so weiter. Aus denen macht der Symbole in der Symboltabelle. Danach, das ist der Teil für den Parser, das ist die syntaktische Analyse. Man zerlegt, man testet erstmal, kenne ich das Symbol, steht es in der Symbol, weiß ich, was dieses Symbol bedeutet. Finde ich zum Beispiel den Namen als Variable irgendwo vereinbart und so weiter. Also das testet der hier. Und dann zerlegt er das in diese sinnvollen Gruppen. Das ist ein if, das ist ein Funktionsaufruf, das ist eine Schleife, das ist ein Switch-Statement. Wenn wir unzulässige Symbole finden, wenn sie also als alter Pascal-Programmierer nach dem if mal ein then schreiben, dann muss der Parser hier eine vernünftige Fehlermeldung generieren und sagen, an dieser Stelle möchte ich aber kein Then. Oder wenn Sie einen Strichpunkt vergessen, dann wird der auch sagen, halt mal an dieser Stelle, da müsste aber erst ein Strichpunkt kommen, bevor es weitergehen kann. Unzulässige Symbole in der Sequenz oder welche, die er nicht kennt, die Sie nicht vereinbart haben, dafür müssen wir Fehlermeldungen erzeugen. Manchmal gibt es übrigens, kommt auf die Programmiersprache an, es gibt einfache, bei denen gibt es da keine Probleme und wieder ein bisschen kompliziertere Programmiersprachen. Da müssen wir ein bisschen vorausschauen. Da reicht es also nicht, wenn wir das Symbol, bei dem wir gerade sind, anschauen, sondern müssen wir ein, zwei oder vielleicht sogar drei Symbole vorausschauen, um uns entscheiden können, wie es weitergeht. Welche Art von Statement das denn wird, den Pfad auswählen. Bei
schwierigen, in Anführungszeichen, Programmiersprachen muss man relativ weit vorausschauen. Es gibt aber auch Programmiersprachen, die sind so konstruiert, dass man maximal ein Symbol weitergucken muss. Der Niklaus Wirth, der ja der begabteste Programmiersprachenkonstrukteur war, der hat solche Programmiersprachen geliebt. Der war nämlich auch Compilerschreiber und der hatte keine Lust darauf, sich selber das Leben schwer zu machen, indem er die Programmiersprache unnötig kompliziert gemacht hat. Jetzt könnte man sagen, kann man dann aber damit alles programmieren? Ja, dicke. Das werden wir in der theoretischen Informatik noch angucken. Es braucht gar nicht viel, um alles programmieren zu können, was programmierbar ist, sozusagen. Also, diese LL1-Programmiersprachen tun es da schon gut. Und sowas wie Pascal oder Modular ist auch relativ einfach. Auch das C ist gar nicht so schwer. Da braucht man auch nicht so einen großen Look-Ahead. Manche Programmiersprachen, die so von Ausschüssen, von Komitees gemacht worden sind, da muss man dann mehr Look-Ahead investieren. Wir werden zu diesem Begriff noch einmal zurückkommen im Kapitel Theoretische Informatik. So, nachdem wir jetzt also diese taktische Analyse durchgeführt haben, kommt die Code-Generierung, über die ich eben schon gesprochen habe. Das sind diese syntaktischen Prozeduren für diese Einheiten, die wir hier oben identifiziert haben, die der Parser identifiziert hat. Für diese Einheiten gibt es dann jeweils solche Prozeduren. Die Prozeduren erzeugen den Code. Wenn der Code erzeugt ist, auch die Instruktionen, naja, Code ist ja so ja, fertig übersetzte und assemblierte Instruktionen. Wenn das fertig ist und die alle hintereinander liegen, kann man auch nochmal einen Optimierer drüber laufen lassen, der überflüssige Instruktionen entfernt oder manche Instruktionen zusammenfasst. Da gibt es auch Optimierer, die erkennen Dead Code, also Programmteile, die sie zwar programmiert haben, die sie aber niemals aufrufen. Wenn man länger an einem Stück Programm arbeitet, kann es schon sein, dass man sowas mal rumliegen hat. Also die Optimierung, auf die man sich nicht allzu sehr verlassen sollte, die aber eigentlich ziemlich gut ist, lieber anständige Programme schreiben, als hinterher optimieren lassen. Aber trotzdem, diese Optimierung ist schon ganz gut und die kann Ihre Programme nochmal ordentlich beflügeln, indem sie das, was die erzeugt worden ist bei der Code-Generierung, nochmal ein bisschen poliert. Strategien für diese syntaktische Analyse. Ich habe mal einen Compiler geschrieben für Modular, der diesen Recursive Descent Ansatz verwendet. Es gibt die Bottom-Up-Strategie, die Top-Down-Strategie, wie man den Parser laufen lässt. Randbemerkung, das Code-Erzeugen für solche virtuellen Maschinen, also nicht für echte Prozessorarchitekturen, sondern für virtuelle Maschinen wie P-Code oder den Java Bytecode, das ist einfacher. Der Code, die Architektur von diesem Java Bytecode ist gerade so gewählt, dass man Java gut dahin übersetzen kann. Allerdings müssen diese virtuellen Maschinen, weil es da keine Hardware für gibt, dann interpretiert werden. Das hört sich zunächst an, als ob es furchtbar langsam ist. Andererseits, wenn Sie heutzutage Java programmieren, da wird ja dann Bytecode erzeugt, der interpretiert wird. Das geht trotzdem ziemlich flink, das auszuführen. Und als letztes möchte ich Sie noch auf eine besondere Form des Übersetzens hinweisen. Das ist das, was zum Beispiel ein Basic-Interpreter macht. Der nimmt sich die Programmzeile, die Basic-Programmzeile, die Sie eingetippt haben, und übersetzt nur diese eine Zeile, lässt das dann ausführen auf der Maschine, dann holt er sich aus der Textdatei die nächste Zeile, führt die aus und so weiter. Das nennt man auch Interpretieren, aber eigentlich ist es präziser ausgedrückt als zeilenweise Übersetzung.
Man hat heute, das war früher mal relativ langsam im Verhältnis zum Compiler, dafür hat man aber auch heute Strategien gefunden mit Caching, die dafür sorgen, dass man das auch diese zeilenweise Übersetzung, dass man auch damit schnelle Maschinen bauen kann. So, jetzt machen wir Schluss für heute, für heute Vormittag, und wir treffen uns heute Nachmittag um 16 Uhr nochmal. Da muss ich noch diesen kleinen Teil machen hier, und dann geht es mit dem neuen Kapitel weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Tag.